Hallo und herzlich willkommen in Melas Strickstube. In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ich einen Loop stricke, einen lockeren, luftigen Loop mit einem Lochmuster. Und zwar habe ich mir dafür von Lady Dee's Traumgarne den Bobble Augenweide ausgesucht. Er hat 500 Meter Lauflänge, ist dreifädig und besteht zu 50% aus Baumwolle und zu 50% aus Polyacryl. Und mir wurde dieser Bobble für dieses Video freundlicherweise zur Verfügung gestellt. So, ich werde diesen Loop stricken mit Nadelstärke 3,0. Aber zu Beginn, um die Maschen anzuschlagen, nehme ich eine Nadelstärke größer, also oder 2. Hier habe ich Nadelstärke 4,0. Ihr könntet, wenn ihr möchtet, auch 2 Nadeln nebeneinander legen und so die Maschen anschlagen. Es geht einfach darum, dass die angeschlagenen Maschen zu Beginn sehr locker angeschlagen werden, denn das Lochmuster ist doch etwas breiter und luftiger als die normalen Rechts-Links-Maschen sind und deswegen ist es, wie gesagt, wichtig, dass der Anschlag ganz locker ausgeführt wird oder ja, dass ihr entweder eine größere Nadel dafür nehmt oder dann 2 Nadeln nebeneinander legt, um die Maschen anzuschlagen. So, ihr braucht dazu dann noch einen Rundenzähler, einen runden Markierer, Schere und ja, dann kann es eigentlich losgehen. Das Muster, das ich stricken werde, muss teilbar durch 4 sein, die Maschenzahl. Und ich werde deswegen 148 Maschen jetzt anschlagen. So, ich mache mir da erstmal eine Schlaufe. Und wie gesagt, ich schlage jetzt mit Nadelstärke 4,0 an und auch das noch sehr, sehr locker. Ich schlage 148 Maschen an. Wenn ich das gemacht habe, melde ich mich gleich wieder bei euch. So, ich habe jetzt diese 148 Maschen angeschlagen und jetzt ist es wichtig, dass ihr schaut, dass die Arbeit nicht verdreht ist, dass von allen Maschen der Maschenboden nach innen zeigt, also nicht, dass es so verdreht ist, das müsstet ihr dann erstmal wieder ein bisschen zurecht drehen, damit von allen Maschen, wie gesagt, der Maschenboden nach innen zeigt. Das geht sehr gut, wenn man die ganze Arbeit auf einen Tisch legt, zum Beispiel. So, und dann fängt jetzt die erste Runde an. Und dazu nehme ich mir auch einen Markierer, der mir dann jetzt immer markiert, wann die Runde beendet ist, beziehungsweise die neue Runde beginnt. So, ich muss jetzt selbst ein bisschen Acht geben, dass ich das hier nicht noch verdrehe. Jetzt setze ich mir erstmal den runden Markierer und ich stricke jetzt mit Nadelstärke 3 weiter. Also ich habe so ein Schraubsystem, das ist ganz praktisch. Da konnte ich jetzt die Nadelspitze wechseln. Ihr müsstet das sonst von der größeren Nadel jetzt erst noch mal auf eine kleinere Nadel heben. Das geht aber auch problemlos. Und dann wird jetzt zur Runde geschlossen
Und es werden erstmal in der ersten Runde alle Maschen rechts gestrickt. Und zwar schön locker. Ups. Die ersten Maschen sind immer ein bisschen die schwierigsten. Der Hund ist auch noch unruhig, aber wir kriegen das schon. So. In der ersten Runde jetzt alle Maschen locker rechts stricken. Und wenn ich dann am runden Ende angelangt bin, melde ich mich wieder. So, das habe ich jetzt also gleich hier beendet, die erste Runde. Und wie gesagt, schön locker stricken, damit euch der Rand im Vergleich zu dem restlichen Muster nicht zu fest, nicht zu eng wird. So, dann kommt jetzt der runden Markierer rüber. Dann kommt jetzt die zweite Runde. Und in der zweiten Runde stricken wir jetzt erst nochmal alle Maschen links. So, und das Ganze auch wieder also recht locker lassen. Alle Maschen jetzt links stricken. In der zweiten Runde. Gut, jetzt habe ich die zweite Runde auch gleich beendet und dann fängt der eigentliche Mustersatz an. Diese ersten beiden Runden, die waren jetzt im Prinzip nur, damit das Ganze auch einen Rand bekommt. So, also wie gesagt, jetzt fängt der Mustersatz an und zwar die erste Runde vom Mustersatz. Und das wollte ich euch noch sagen, meine Rundstricknadel hier hat ca. 60 cm. Das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Vielleicht möchte es die eine oder andere von euch wissen. Also ich habe eine 60 cm lange Rundstricknadel für diesen Loop. So, dann kommt jetzt erstmal wieder der Rundenmarkierer rüber. Wie gesagt, die erste Runde vom Mustersatz beginnt jetzt und dazu stricke ich eine Masche rechts, mache einen Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und zwei Maschen rechts. So, und jetzt wieder eins rechts mit Umschlag. Eins rechts mit Umschlag und zwei Maschen rechts. Und das Ganze nochmal. Rechts Umschlag, rechts Umschlag, zwei Maschen rechts. Und das die ganze Runde. Gut, da bin ich jetzt wieder am Ende. Das sind jetzt die letzten beiden Maschen rechts. So, dann der Rundenmarkierer rüber. Jetzt kommt die zweite Runde vom Mustersatz und da werden jetzt alle Maschen wieder rechts gestrickt. Auch die Umschläge. Also die Maschen und die Umschläge. Alles rechts stricken. Die ganze Runde. Gut, dann bin ich jetzt hier wieder an der letzten Masche vom Markierer. So, der Rundenmarkierer rüber. Und dann kommt jetzt die dritte Runde vom Mustersatz. So,
Und in der dritten Runde strecke ich die erste Masche rechts und die zweite Masche rechts, hebe die erste Masche über die zweite und jetzt nochmal die erste Masche wieder rechts, die zweite Masche wieder rechts und überheben und jetzt zwei Maschen links. Links. So, nochmal. Eine Masche rechts, noch eine Masche rechts. Die erste Masche über die zweite heben. Nochmal eine Masche rechts, die zweite Masche rechts. Die erste wieder über die zweite heben. Und zwei Maschen links. So, noch einmal zeige ich es. Rechts, rechts, überheben, rechts, rechts, überheben und zwei Maschen links. So, und das wieder die ganze Runde. So, dann sind das jetzt bei mir hier. Wieder die letzten beiden Maschen, die sind ja in dem Fall hier jetzt zwei Maschen links. Ups. Den Markierer rüber und jetzt kommt die vierte Runde vom Mustersatz und in der vierten Runde werden alle Maschen wieder rechts gestreckt. Alle Maschen rechts strecken. Oh, das ist ein bisschen schwieriger oder sind ein bisschen fester manchmal. Alle Maschen rechts, die ganze Runde. Gut, wieder die letzten Maschen hier in der vierten Runde. So, auch rechts, den Markierer rüber und jetzt kommt die fünfte Runde und das ist auch schon die letzte Runde vom Mustersatz. Moment, mich verheddert. So, und in der fünften Runde werden alle Maschen nur links gestrickt. Also die fünfte Runde. Komplett nur linke Maschen strecken. Und wenn ihr dann die fünfte Runde beendet habt, dann geht es mit dem Mustersatz wieder von vorne los. Also wieder mit der ersten Runde. Und das wäre ja dann wieder eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und zwei rechts. Also wieder nach der fünften Runde, wieder von der ersten bis zur fünften Runde den Mustersatz wiederholen und das jetzt jedes Mal. So, jetzt bin ich am Ende angelangt. Das heißt, ich habe den Mustersatz jetzt nochmal komplett gestrickt. Insgesamt habe ich den Mustersatz 27 Mal gestrickt. Der Loop ist jetzt ca. 50 cm breit und die Länge rundherum sind so ca. 120 cm. Und da ich jetzt nicht genau weiß, ob mir das Garn noch für einen weiteren Mustersatz reicht, werde ich den Loop jetzt beenden. Und zwar, wie gesagt, habe ich den Mustersatz wieder bis zur fünften Runde gestrickt und die fünfte Runde war ja eine Runde mit nur linken Maschen. So, dann kann ich jetzt eigentlich den Markierer wegnehmen und jetzt werde ich ganz
locker abketten. Ich stricke also die erste Masche und stricke die zweite Masche und gehe durch beide Maschen durch und hole mir den Faden und ziehe ihn aber auch recht locker. Jetzt hole ich wieder eine Masche, stricke wieder eine Masche, gehe durch beide Maschen durch und hol mir den Faden wieder. Und das Ganze, wie gesagt, recht locker, weil das ganze Muster ja ziemlich locker ist, damit euch das am Rand hier jetzt nicht so sehr zusammengezogen wird. So, und das mache ich jetzt die ganze Runde. So, dann bin ich jetzt bei den letzten Maschen hier angelangt. Und das waren übrigens alles rechte Maschen hier in der letzten Runde. Und ganz wichtig nochmal ganz locker, damit sich das nicht zusammenzieht am Rand. So, und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr meinen Kanal auch gerne abonnieren. Das kostet euch nichts und ihr werdet dann immer automatisch darüber informiert, wenn wieder ein Video von mir online geht. So, muss mal schauen, noch die letzten Maschen jetzt. Moment. So. Und die letzte. Gut. Und dann wird wieder mal eine Schlaufe gezogen. So, und ich schneide den Faden ab und ziehe den Faden durch die Schlaufe durch. Gut, noch ein bisschen vernähen und der Loop ist fertig. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachstricken und bis demnächst. Tschüss!